Ich investiere in Immobilien in Amerika. Warum Immobilien und warum in den USA und nicht in Deutschland? Ganz klar, gleich vorab, hier in den USA gibt es mehr. Mehr finanzielle Flexibilität, mehr Rendite und mehr Cashflow. Aber das sind nur einige der für mich ausschlaggebenden Argumente. Wie ich dazu komme, worauf sich meine Aussagen stützen und ob das was für euch ist, all das erfahrt ihr in dieser Videoserie. Let's get into it! Der Lukas Show. Mein Name ist Lukas. Auf meinem Kanal geht es um die Themen Investments, Immobilien und Management. Als Immobilieninvestor fokussiere ich mich auf den Raum Philadelphia hier an der Ostküste der USA. In dieser dreiteiligen Videoserie geht es um die Themen: Warum Immobilien überhaupt? Warum ist der US-Markt besonders spannend für europäische Anleger? Und drittens: Wie könnt ihr aus Europa heraus auch hier in den USA spannende Investmentobjekte finden und investieren? Auf geht's. In der ersten Folge schauen wir uns an, warum überhaupt Immobilien. Derzeit sehe ich drei Hauptanlageformen, die für mich in Frage kommen: Bitcoins, Aktien und Immobilien. Bitcoins zum Beispiel sind ein sehr spannendes Feld. Bei Bitcoins bin ich seit Jahren investiert, kaufe, verkaufe, je nachdem. Nicht so im Daytrading, sondern eher so als Long-Term-Investment. Bitcoins sind spannend, aber da muss man aufpassen, was man kauft. Beispielsweise gibt es große Handelsplattformen und Bankhäuser, die verkaufen einen Bitcoin, aber man hat kein Key, man hat kein Wallet, man hat kein gar nichts, sondern das sind dann sogenannte Derivate und da hat man im Endeffekt nichts gekauft. Denn wenn die Bank einem verspricht, dass sie die Aktien oder die Bitcoins auch kauft, heißt das nicht, dass sie die auch kauft. Und im Fall der Fälle habt ihr gar nichts in der Hand. Also wenn ihr kein Wallet und keine Keys habt, aus meiner Sicht habt ihr keine Bitcoins. Deswegen muss man da aufpassen, also Bitcoins sind nicht für jeden Investor was. Und große Beträge würde ich da jetzt auch nicht anlegen, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Das ist hier keine Finanzberatung. Aber das ist nur aus meiner Sicht Bitcoins spannend, machen, aber nicht übertreiben. Zu Aktien. Aktien sind eine spannende Anlageform. Auch ich bin am US-Markt in Aktien investiert, habe hier mehr so die Buy-and-Hold-Strategie. Viele der Aktien in den USA schütten ihre Dividenden quartalsweise aus, wenn sie Dividenden ausschütten. Und das erzeugt natürlich ein sehr schönes passives Einkommen, weil das kann man so timen, dass faktisch jeden Monat ein bisschen Taschengeld kommt. Die Dividendenrendite, beispielsweise Dividende von AT&T, ist hervorragend. Die haben trotz Krise 6-7% Rendite gemacht und schütten das natürlich auch quartalsweise aus. Das heißt, dann hat man immer einen schönen Income Stream. Diese Dividende kann man entweder thesaurierend wieder anlegen oder sich als Taschengeld ausschütten lassen. Ein hervorragendes passives Einkommen. Auch bei Einzelaktien, Fonds oder Optionen kann man hier in den USA sein Geld am Aktienmarkt hebeln. Das bedeutet nichts weiter als, man nimmt einen Kredit auf, besichert diesen Kredit mit seinem Aktienportfolio bzw. einem Festgeldkonto und kauft mit diesem Kredit auch wieder Aktien. Der Vorteil, man kann hebeln. Der Nachteil, man kann sich in den Totalausfall hebeln. Diese Margin Accounts, die chargen, die berechnen einem ca. 6-8% Zinsen und dann kriegt man so 20-30% Beleihwert ca. von seinem Depot und kann damit wieder einkaufen gehen. Wie gesagt, der Vorteil, man hebelt, aber der Nachteil, man hebelt. Beispielsweise, wenn die Aktie auf Null fällt, Totalverlust, dann hat man einen gehebelten Totalverlust. Das heißt, der Aktienwert ist Null, der Kreditwert ist aber noch da und muss abgetragen werden zu 8% Zinsen. Herzlichen Glückwunsch. Beim Thema Hebeln sind wir schon bei den Immobilien angelangt. Der Hebel ist genau das, was die Immobilien als Anlageform so spannend macht. Hier in den USA ist es üblich, dass man 20-25% Eigenkapital bei Immobilienkrediten mitbringen muss. Es gibt Ausnahmen, 2-5%, aber auf die würde ich nicht eingehen, weil die sind für europäische Investoren eher nicht so interessant. Ihr habt Fragen zu US-Immobilien und Investments? Schreibt mir eure Fragen einfach unter das Video oder bei Instagram @thelukasshow und ich werde eure Fragen vielleicht schon im nächsten Video einfach mit einbauen können. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da, das zeigt dem YouTube-Algorithmus, dass ihr hier was mitnehmen konntet. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine Folge. 20% Eigenkapital, bei einem Hauspreis sagen wir von 100.000, sind es 20.000, die man mitbringen muss. Haben wir ein Aktiendepot im Wert von 20.000, könnten wir vielleicht auf 30.000 durch einen Margin-Account hebeln. Bei einem Immobilienkredit können wir von 20.000 100.000 hebeln. Und diese 100.000 sind natürlich dann auch die Rendite, beziehungsweise auf diese 100.000 gibt es dann die Rendite und den Cashflow. Das heißt, mit demselben Betrag habt ihr das Fünffache gehebelt. Und Sachen wie Appreciation, also die Wertsteigerung der Immobilien oder Steuervorteile,
Die kommen noch on top, aber die würde ich erstmal nicht bei der Renditebetrachtung mit hinzuziehen. Ganz klar, auch Immobilien können riskant sein, aber was kann passieren? Feuer, Sturm, Wasser, dafür gibt es eine Versicherung. Und im schlimmsten Fall ist die Immobilie immer noch da, beziehungsweise das Grundstück ist noch da. Das heißt, ihr könnt auch trotz dieses Hebels euch nicht in den Totalausfall reinhebeln, wie beispielsweise bei Aktien mit einem Margin Account. Ganz klar, das macht den Immobilienkauf für mich eine der spannendsten Anlageformen. Ihr habt gesehen, wie die drei Anlageformen Bitcoin, Aktien und Immobilien im Vergleich ausschauen. Andere Investitionsarten wie P2P, XRP und andere Coins lasse ich mal außen vor und konzentriere mich auf Immobilien, genauer US-Immobilien. Im zweiten Teil dieser Serie geht es darum, warum der US-Immobilienmarkt für europäische Investoren besonders spannend ist und wie der Vergleich zum deutschen Markt ausschaut von den Rentabilitäten und den Renditezahlen. In Folge 3 der Serie schauen wir uns an, wie ihr aus Europa heraus hier in den USA Objekte finden und auch vielleicht selber investieren könnt. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.